Hallo zusammen, ich heiße euch ganz herzlich willkommen hier im Winterquartier vom Zirkus Monti. Mein Name ist Johannes Mundwiler. Ich bin der Mario Mundwiler. Und wir haben manches Jahr zusammen jongliert. Mario ist mein mittlerer Sohn. Und auch wir sind im Moment zu Hause, ein bisschen zum Nichtstun gezwungen. Und verbringen unsere Zeit hier im Winterquartier und wollen euch jetzt aber zeigen, wie ihr in dieser Zeit, wo ihr sicher auch für die genug habt im Moment, könnt ihr mit drei Bällen jonglieren. Und wie man das genau macht, das gehen wir jetzt zusammen an. Wir stehen jetzt hier in unserem Trainingsraum, wo wir jeweils Juni und Juli für unsere Tournee proben. Und wie man genau jetzt mit drei Bällen jongliert, das tun wir euch jetzt kurz und knapp erklären. Und zwar anfangen tun wir mit einem Ball. Dann kann man einfach mal anfangen, von der einen in die andere Hand zu werfen. Hier wichtig, dass man nicht einen Ausfallschritt macht, das heisst, dass ich im Ball muss nachlaufen muss, sondern dass man möglichst stabil steht. Das heisst, dass der Ball wirklich in die Hand fliegt. Mit einem Ball dürfen wir nicht zu viel Zeit verlieren, am besten geht mit zwei Bällen und das zeigt euch jetzt Johannes. Zwar ist es so, dass man jede Hand einen Ball nimmt. Also hier haben wir jetzt den dritten schon parat, aber man nimmt jede Hand einen Ball und rührt wirklich jeden Ball in die Luft. Also der erste, der zweite und wieder fangen. Der erste, der zweite und wieder fangen. Die meisten, die zwei Bälle in die Hand nehmen, die machen automatisch diese Bewegung. Das ist wie ein Reflex. Ich weiss nicht, warum das da so ist, aber ihr werdet da sehen, es ist ja so. Da geht nachher auch mit drei, es geht auch mit vier oder mit fünf. Das ist nicht grundsätzlich falsch, ist aber nicht die richtige Vorübung für drei Bälle. Die richtige Vorübung geht wirklich über das Kreuz. Der erste, der zweite etwas höher am Anfang, dass man Zeit hat für den dritten. Und nachher geht es weiter mit dem dritten. Genau, das heisst, wenn man die Bewegung kann, das heisst rechts, links, meistens macht man das automatisch mit der besseren Hand, das heisst mit der Hand, die man im Normalfall schreibt. Die fängt meistens an. Jetzt aber am besten geht es Gegenteil noch versuchen, das heisst mal mit links anfangen, in meinem Fall. Das heisst links, rechts. Wenn man das jetzt aneinander hängt, gibt es bereits einen gewissen Rhythmus. Und wenn ich jetzt hier den dritten Ball dazu nehme, ist man bereits im Dreiball schon jonglieren. Am Anfang wichtig, dass die Bälle möglichst hoch fliegen, dass man da auch noch Zeit hat, falls mal ein Ball ein bisschen schief fliegt, dass man dem auch noch, je nachdem, nachlaufen kann. Aber eigentlich wichtig, dass man wirklich auch hier möglichst stabil steht. Also ihr seht jetzt, ich bewege mich hier nicht. Und wenn ihr seht, ihr könnt die Bälle tiefer runternehmen. Macht es automatisch etwas schneller. Aber jetzt kann man eigentlich anfangen mit Tricks und das zeigen wir euch jetzt. Für all die, die bereits mit drei Bällen jonglieren können, geht es natürlich weiter, und zwar mit vier Bällen. Wie das funktioniert, zeige ich euch jetzt. Bei vier Bällen tut jede Hand für sich, das heisst, jede Hand hat zwei Bälle. Wie man das übt, man tut jede Hand für sich üben und die Form der Bälle, wie sie fliegen, ist immer von innen gegen außen. Also ihr seht das jetzt. Es geht von innen gegen außen. Also nicht von außen gegen innen oder von vorne gegen hinten oder von hinten gegen vorne, sondern immer schön von innen gegen außen. Wie gesagt, hier beide Hände für sich. Eine ist links, eine ist rechts, eine ist links. Wenn das geht, ist man bereits im Vierball jonglieren. Was man hier für Möglichkeiten hat, kann man gewisse Elemente auch mit Vierball machen. Man kann den Trick machen, den Johannes vorhin gesagt hat. Geht mit 3, 4 oder 5 Bällen. Das sieht dann so aus. Auch hier kann man gewisse Kombinationen machen. Aber eigentlich ist das das 4-Ball-Jonglieren. Das heisst, immer mit 2 Bällen pro Hand. Wie es mit 5 Bällen weitergeht, ist eigentlich genau das gleiche wie mit 3. Über das Kreuz, links, rechts, einfach ein bisschen höher und ein bisschen schneller.
Willst du zählen? Ich hoffe es. Also man fängt auch wieder mit einer Hand an, mit der, wo man mehr Bälle hat. Bei 5 logisch sind es 3. Ich habe jetzt rechts 3 Bälle, links 2 Bälle. Und dann geht es auch wieder über das Kreuz. Auch hier kann man natürlich die Höhe variieren. Mal ein bisschen höher. Ein bisschen weiter runternehmen. Dann wird es natürlich wieder ein bisschen schneller. Bei denen, wo es jetzt noch nicht genug ist, geht es natürlich auch noch weiter. Also man kann mit 6 Bällen. Mit 6 Bällen ist es genau das gleiche wie mit 4. Das heisst, jede Hand tut für sich. Das heisst, 3 in der rechten Hand, 3 in der linken Hand. Wenn man das zusammennimmt, sieht es so aus. Das heisst, jede Hand jongliert mit 3 Bällen. Jetzt noch etwas für ganz Vorgeschrittene, und zwar mit 7 Bällen. Mit 7 Bällen ist wieder genau das gleiche wie mit 5, also mit den ungeraden Zahlen. Man fängt mit der Hand an, wo man mehr Bälle hat. Das ist bei mir auch die rechte Hand, also die hat 4 Bälle, die linke hat 3. Ich versuche jetzt mal mit 7 Bällen zu jonglieren. Gut, das waren 7 Bälle. Ich hätte euch gerne gezeigt, wie man mit 11 Bällen jongliert. Man hat leider nur 7 hier. Nein, Spass beiseite, 7 ist schon sehr viel. Und vielleicht noch die Information zu den Bällen. Ihr könnt auch irgendwelche Bälle nehmen, Tennisball, Hundeball, Gummiball. Das spielt gar nicht so eine Rolle. Wir haben hier Circus Montebell aus unserem Souvenirshop. Und die gehen natürlich sehr gut zum Jonglieren. Nein, wir wünschen euch ganz viel Geduld. Jonglieren ist etwas, was sehr zeitintensiv ist. Es braucht viel Geduld. Oh, es macht aber auch extrem viel Spass. Und wir wünschen euch ganz, ganz eine gute Trainingszeit. Generell viel Geduld in dieser schwierigen Zeit. Und wir freuen uns natürlich, wenn wir euch zu einem späteren Zeitpunkt im Zirkus Monti begrüßen dürfen. Bleibt gesund und tschüss zusammen. Tschüss.